Österreichs Straßen werden hauptsächlich von Autos befahren. In Wien auf der Maria-Hilfer-Straße ist es seit August 2013 anders. Diese wurde zu einer Flaniermeile umgeändert. Petra Jens, Fußgängerbeauftragte der Mobilitätsagentur Wien, freut sich dem gelungenen Projekt. Die Maria-Hilfer-Straße als Fußgängerinfrastruktur, auch als Teil einer Flaniermeile sozusagen, ein Flagship ist des Fußverkehrsnetzes, wo man tatsächlich erleben kann, was das bedeutet, einen Straßenraum auch anders aufzuteilen, als wir es so klassisch gewohnt sind. 2/3 oder mehr für den Autoverkehr und den Rest für alle anderen. Bis 2018 sind 2 weitere Flaniermeilen in Wien geplant. Deren Verwirklichung steht die Maria-Hilfer-Straße als Vorbild da und weist auf Fehler hin, die man bei der Gestaltung einer Flaniermeile vermeiden sollte. Bei diesem Proberaum Maria-Hilfer-Straße nicht so gut geglückt ist, war der Versuch, ohne irgendeiner Veränderung, ohne irgendeiner baulichen oder auch sonstigen Veränderung, diesen Raum einfach nur zur Verfügung zu stellen. Es geht eher darum, durch punktuelle Maßnahmen, Verbreiterung des Gehsteiges, Anbieten von mehr Sitzgelegenheiten, Begrünung, Trinkbrunnen, Beschattung und so weiter, eine bessere Qualität für das Zu-Fuß-Gehen herzustellen, als es derzeit der Fall ist. Flaniermeile bedeutet nicht, dass automatisch alles Fußgänger zu Hause gehen muss. In der folgenden Animation beschreibt Petra Jens die zukünftigen Flaniermeilen. Die eine Route beginnt beim Kutschkermarkt, geht über die Währinger Straße, dann durchs alte AKH, entlang der Langegasse und dann hier über den Ulrichsplatz, Stiftgasse, dann ein Stück auf der Maria-Hilfer Straße und dann hinüber in den 4. Bezirk, Schleifmühlgasse, Favoritenstraße. Und hier vereinigt sie sich mit der anderen Route, die aus dem 10. Bezirk vom Reumannplatz kommend die Favoritenstraße runterführt, dann in die Wiener Hauptstraße, dann quer durch den 1. Bezirk über den Stephansplatz, Schwedenplatz und dann rüber in die Taborstraße, Praterstraße und dann entlang der Prater Hauptallee hinüber in den WU-Campus.